CDU-Chef Merz, selbstbewusst, aggressiv, böse. Kurze Frage, Sie als Kanzlerkandidat, wie soll das gehen? Das ist doch im Grunde eine Selbstverständlichkeit. Ich bin der Wächter der Funktionsfähigkeit des Staates, des Marktes. So, die Privatwirtschaft, die deutsche Privatwirtschaft, macht Politik zusammen mit der Partei und der Fraktion. Also CDU und CSU für die Großkonzerne. Ich korrigiere für den Mittelstand. Wirklich, ab wann ist man Mittelschicht? Privatjet. Okay. Das ist okay. Ein Kleinflugzeug, liebe Frau Hasse. Kaiser Wilhelm wollte immer noch aufs Pferd setzen. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Herr Merz, muss man mit einer restriktiveren Flüchtlingspolitik arbeiten? Ja, wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge. Ich lasse mich von den Worten, das ist doch AfD-Sprech, doch nicht in meiner eigenen persönlichen Auffassung beeinträchtigen. Hi, ich bin ein knochentrockener Konservativer von der deutschen Rechten. Total toxisch, komplett unsympathisch, aber auch nicht unkompliziert. Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient? Waffen. Und jetzt raten Sie mal, wie hoch der Überweisungsbetrag war. Raten Sie mal. Sagen Sie mal eine Zahl. Mindestlohn? Stimmt nicht. 280.000 Euro. Hm. Wer ist Ihr bester Freund? Das ist eine Zeitbombe, die da tickt. Was? Explosion. Hallo Herr Merz. Grüß Sie, Frau Banerjee. Sie im Sauerland. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim ZDF Sommerinterview. Ja, danke. Herr Merz, Ihre Partei hat eigentlich den Grundstein für fast jede Großkrise gelegt, die wir jetzt sehen. Ja. Das war unser ZDF-Sommerinterview. Herzlich willkommen, Friedrich Merz. Vielen Dank, Frau Hasse. Herzlich willkommen. Für Sie als junger Wilder, was ist denn moderner Konservatismus? Moderner Konservatismus heißt, um es auf einen Nenner zu bringen, Friedrich Merz. Was, Sie? Oh ja, ich nehme das für mich in Anspruch, auch und gerade auch Sprecher für die junge Generation zu sein. Peace. Auch wir sind auch im Kern die modernsten der Welt. Die modernsten der Welt. Das stimmt nicht. Also das ist Fake News Nummer 10 oder 20. Ja, genau so ist es. Das wurde durch Gutachten eindeutig widerlegt. Das werden wir auch nicht durchgehen lassen. Ich teile diese Einschätzung nicht. Wir sind die modernsten der Welt. Selbstverständlich, es macht Sinn. Wenn es ein weiteres Gutachten gäbe, das zu einem anderen Ergebnis käme, dann könnte man sagen, es sei umstritten. Und an alle diejenigen, die immer noch zweifeln, möchte ich einen einzigen Satz nur richten. Klimaneutralität, das ist Mist zum Teufel, viel zu teuer. Umweltzerstörung, sensationell, das machen wir weiter so, wir stehen dazu. Braunkohle, Steinkohle, volle Kraft voraus. Wo ist denn eigentlich das Problem? Wir haben hier nicht Bullerland in Deutschland. Wir sind nicht Bullerbü. Liebe Freundinnen und Freunde, für uns kommt erst das Fressen und dann die Moral. Deshalb bin ich in die CDU eingetreten. Das Zentrum dieser abgrundtiefen Korruption. Die Christlich-Demokratische Union. Ich danke Ihnen sehr.